Deutschen und ein herzliches Willkommen hier zu diesem coolen neuen Video. Heute mal wieder in einer neuen Umgebung. Ich wechsle hier ständig eigentlich alles. Vlog Hashtag 4. Darunter solltet ihr mir Kommentare schreiben zu einem Question-Answer-Video. Nicht wundern über meine Stimme, ich bin gerade ein wenig heiser, aber das ist ja auch völlig Wurst. Ich habe ein paar Kommentare gekriegt, zwei Stück insgesamt. ja gut, aber ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr was drunter geschrieben habt unter dem Hashtag AskMe. Und der erste, der was geschrieben hat, ist LegoMock484. Ich lese das jetzt einfach hier vor und antworte dann so ein bisschen darauf. Das Ganze ist jetzt ein wenig spontan, weil ich das schon viel zu lange rausgezögert habe. LegoMock484 hat geschrieben: Wie alt bist du eigentlich? Was hast du so für Hobbys? Und in welche Klasse gehst du? Zuerst einmal, ich bin 16 Jahre alt. Spiel immer noch mit Lego, yeah. was hast du so für Hobbys? Hobbys ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Zum einen natürlich ein Hobby, muss ich sagen, ist YouTube, weil das, muss ich sagen, muss man als Hobby ansehen, weil das auch auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber auch sehr viel Spaß macht. Also ich nehme es einfach als Hobby. Dann natürlich Lego. Immer. Dann habe ich, spiele ich Klavier und bis vor kurzem noch Geige, damit bin ich jetzt so langsam am Aufhören. Ja, ich versuche Gitarre anzufangen, bin da aber ein bisschen noch auf dem ruhigen Pfad. So, und in welche Klasse gehst du? Ach ja, an Hobbys noch, an alle Longboardfahrer draußen. Ich fahre auch gerne Longboard, aber halt als Transportmittel und so auch gerne nochmal weitere Strecken, aber naja. Und in welche Klasse gehst du? Genau, in die 10. Klasse gehe ich jetzt. Wird jetzt aber zum Halbjahr hoffentlich die 11. sein. Naja, auf jeden Fall dann in dem Fall, wann auch immer ihr das Video seht, wahrscheinlich bin ich dann schon in der 11. Dann kommen wir zum zweiten Kommentar. Lego Stupa hat gefragt: Erhoffst du dir irgendwann mal 1000, 10.000, 100.000 oder 1 Million Abos zu bekommen? Zu kriegen. Das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil ich darüber auch schon sehr viel nachgedacht habe. Ich muss sagen, das ist immer cool. Man sagt ja immer so, ich will möglichst viele Abos erreichen und abonniert mal alle den Kanal, das ist alles super. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin bei einer kleinen Community, bin ich sogar sehr froh. Ich habe mich schon sehr gefreut über diese 50 Abos, das ist jetzt kein Punkt, sondern es ist einfach so, dass ich mir überlegt habe, was ist jetzt eigentlich, wenn 100.000 oder 10.000 oder 1 Million Leute deine Videos gucken oder einfach überhaupt Abonnenten sind, die kennen dich. Du bist also nicht mehr ganz privat, du bist halt doch sehr in der Öffentlichkeit, du hast halt 1 Million Abos und das finde ich persönlich ist erschreckend, weil dich kennen plötzlich Leute und du bist nicht mehr ganz privat, wenn du durch Hamburg läufst oder so und dich kennen plötzlich Leute. Das ist ein bisschen, bisschen komisch doch. Also ich weiß es nicht, diese Frage ist lustig gestellt und ist in einem Punkt, wo ich sie eigentlich gar nicht beantworten kann. Also ich kann jetzt sagen, natürlich ist es schön, viele Abos zu bekommen. Also ich will mich jetzt auch nicht wehren, wenn ihr diesen Kanal gerade abonnieren wollt, dann, ne, also ich will euch nicht davon abhalten, aber in einem Punkt muss ich sagen, wenn da jetzt wirklich irgendwann 1 Million Abos zusammenkommen, dann ist es so ein Punkt, wo ich mir denke, wow, das ist ein Meilenstein, ob ich den erreichen wollte, weiß ich nicht. Also ich bin mit einer kleinen Community zufrieden und ich denke, da kann man sich auch persönlich dann noch mehr auf die Zuschauer einstellen. Das ist jetzt bei 1 Million Abos, kann man das nicht mehr. Das geht einfach nicht, weil da gibt es einfach zu viele Leute, die verschiedene Meinungen haben. Ich nehme das Ganze schon wieder viel zu viel auseinander. Ich denke, das war es schon wieder mit diesem Video. Einen weiteren Kommentar gab es noch und zwar war das ein sehr langer Kommentar mit unter dem Hashtag AskMe, den ich jetzt nicht mit reinnehme. Ich hoffe, die Person verzeiht mir, aber das war ein Kommentar, wo viele Sachen runtergereiht waren und die waren ja nicht speziell darauf ausgelegt. Es waren halt keine persönlichen Fragen, sondern es war halt etwas, was eher so allgemein gesagt wurde. Das war irgendwie was, was man aus dem Internet geklaut hat oder so. Deswegen habe ich das jetzt nicht kommentiert. Ich habe die genommen, die wirklich ernst gemeint waren und naja, verzeiht mir dafür. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, konntet ein bisschen dabei lernen. Könnt gerne unter dieses Video auch wieder unter dem Hashtag AskMe was schreiben. Ich könnte,
wann auch immer mal wieder ein Hashtag, nee, Question-Answer-Video machen, wenn es euch gefällt. Schreibt auch gerne das in die Kommentare, ob euch sowas gefällt oder nicht. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen keine Ahnung. Packt es gerne in die Kommentare, ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, immer einen Daumen nach oben und so. Alles klar, ich laufe zu viel. Ciao!